Wir wollen es so machen, dass wir einfach ein bisschen hier quatschen, so ein bisschen. Wir können dann mal ein, zwei Leute, die ich hier auch kenne, irgendwie mit einbeziehen und vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde und dann reden wir alle zusammen. Und ich meine, wenn ihr wollt, könnt ihr auch ein bisschen aufdrücken, weil wir machen es jetzt irgendwie so weit weg, dann ist es ein bisschen gemütlicher, wer möchte. Der Anlass, warum wir das jetzt mit dem Thema gemacht haben, war, dass wir das auch in Diskussionen hatten, im Sondergebäude von Innovation von Kreuzberg, das wissen alle, das ist auch in aller Munde, aber auch jetzt bei den Verlängerungsprozessen, also wir sehen es ja im Weichenberger Kiez, dass vor allen Dingen von allen Zahlen und auch im Wangelkiez Migranten wegziehen müssen, als erstes wegziehen müssen, zum Teil, weil es Leute gibt, die halt noch weniger Einkommen haben als andere Leute in den Stadtteil. Und uns ging es dabei jetzt einfach so ein bisschen darum, jetzt nicht nur Zahlen zu viel um sich zu werfen, sondern einfach so ein bisschen auf die Erfahrung zu gucken. Also es gibt die ganze Geschichte davon, dass die Einwanderung in bestimmte Viertel eine Weile nur erlaubt war, also Ende der 60er Jahre wurde es beschränkt auf Kreuzberg, Berlin, Neukölln, die ganze Weile. Dass türkische Einwanderer oder Einwanderer aus anderen Ländern nur in diese Stadtteile gehen durften. Da hat man gesagt, da sind jetzt zu viele davon. Dann hat die Stadtregierung gesagt, ab Mitte der 70er Jahre, die türkischen Einwanderer und auch andere Einwanderer dürfen nicht mehr in diese Stadtteile, nicht mehr nach Kreuzberg, Berlin, Neukölln. Sie dürfen nur woanders hin. Also es gab immer sozusagen verschiedene Phasen, wo das relativ stark geregelt wurde. Also bis in die 80er Jahre hin. Ziemlich lange diese Zuzugsbeschränkungen, dass man sozusagen als Einwanderer aus bestimmten Ländern nicht eigentlich frei wählen konnte, welchen Stadtteil man gehen darf. Das gibt es jetzt in der Form nicht mehr und jetzt gibt es andere Mechanismen. Das ist ja die Generation gewesen, die in Fabriken gearbeitet hat, die auf dem Bau gearbeitet hat, die in den 60er, 70er Jahren gekommen ist. Und jetzt haben wir zum Teil halt auch bei den Kämpfen gegen Zwangsräumung gemerkt, diese Leute sollen jetzt sozusagen wieder in einen anderen Mechanismus aus diesem Stadtteil weg, weil jetzt ist der Stadtteil interessant, jetzt ist ein armer Stadtteil mehr, Kreuzberg, Neukölln, er wird sozusagen, also er ist immer noch arm im Vergleich zu anderen Stadtteilen, aber sozusagen er wird interessant und jetzt gibt es sozusagen die Marktmechanismen oder andere rechtliche Mechanismen, mit denen man versucht sozusagen diese Leute jetzt wieder an den Stadtrand zu bringen, die ja 30, 40 Jahre hier gearbeitet haben oder zum Teil die nächste Generation sind. Und ja, wir wollen jetzt hier einfach so ein bisschen über die Erfahrung reden und vielleicht ein bisschen über die Geschichten. Es gibt da unterschiedliche Gründe, warum Leute kommen. Also Leute kommen zum Beispiel, weil sie Arbeit gesucht haben, weil sie zum Arbeiten hergekommen sind. Nuri, bei dir war das anders. Du bist gekommen, weil dein Mann krank war, eigentlich nach Berlin. Ja. Magst du was dazu zu erzählen? Ich bin eigentlich arm gewesen, aber deswegen bin ich nicht gekommen, weil ich wollte die meine Mann hier behandeln, deswegen bin ich in Deutschland gekommen. Behandlung, da wollte ich meine Heimat wieder zurückgehen, aber die Leute, mein Mann hat nicht mitgespielt, hat er früher gestorben, bevor ich dass ich sie hier holen kann. Dann natürlich habe ich zwei kleine Kinder gehabt. Da hat mir nicht anders übrig geblieben, in Deutschland zu bleiben. Weil in der Türkei habe ich keine Chance. Und dann habe ich eine feste Arbeit. Da so habe ich hier geblieben. Was soll ich noch? Ja, und du hast erst bei Siemens gearbeitet? Ja, ich habe bei Siemens angekommen damals. Ne? Und ein Jahr habe ich schon bei Siemens gearbeitet. So eine Löten nennt man das. Ne? Eigentlich Arbeit sehr gut gewesen, ich habe auch gut geschafft. Aber ich habe erfahren, wie es ist, die Siemens, die ausländischen Mitarbeitern unterbuttert, habe ich mitgekriegt, meine Nebenarbeiter in der Werbung sind Fließband, das ist eine Abwortarbeit. Eigentlich haben wir den gleichen Lohn bekommen, weil wir arbeiten ja alle gleich. Ne? Sie haben immer einen Mark damals mehr bekommen als ich habe, denn ich konnte nicht akzeptieren, dass wir ihn gekündigt. Ich habe einen anderen Firma ausgesucht, mit dem ich besser verdiene.
Aber die Arbeit ist da auch leider, weil es nicht filmisch gewesen ist, wie also eine Hutzange Hassel oder wie nennt man das, eine Stirnfabrik. Ich muss den ganzen Tag, nee, es ist nicht filmisch, bin ich auch abgehauen. Gekündigt und dann habe ich mit einer Metallfirma Arbeit gesucht. Ein Jahr habe ich, nicht ein Jahr, zwei Jahre habe ich im Reisebüro gearbeitet. Damals war es ein sehr, sehr beliebter Job und dann gibt es nicht Leute, dass es machen kann, weil es ist Anfang der 70er Jahre. Und dann habe ich in so einem türkischen Reisebüro zwei Jahre gearbeitet. Ne? Und dann habe ich nebenbei und damals Allianz als Feststellung verkauft, immer zurück zu Hause gegangen und ich weiß Gott, dass immer noch so ist. Ne? Dann geht man immer so, wie nennt man die Namen, es fällt mir momentan, nennt man so Feststellung verkauft und dann nach zwei Jahren, ich habe gesagt, es geht nicht, meine Kinder muss ich wiederholen, das bringt mir auch die beste Arbeit. Deswegen habe ich noch eine Metallfirma Arbeit gefunden, damals wir sind ja Türken sehr, sehr beliebt. Weil wir sind fleißig, wir sind jung, kräftig und dann wenige Mundwerk. Haben Sie gedacht, über die Schauen? Und dann habe ich angefangen und dann habe ich meine Kinder hergeholt. Und dann, ich bin nach anderthalb Jahren, ich habe ein Angebot bekommen von Mitarbeitern. Und dann soll ich mich an die Betriebsräten bewerben. So, ich habe gesagt, das kann ich nicht, das geht ja doch, aber du bist der Einzige, das laut bist. Ne? Und dann, naja, habe ich mich beworben und dann bis zum Firma Dichtes, ich habe die 1990 die Firma zugemacht, bin ich da als Betriebsrätin, als Dolmetscherin, als Kantinenfrau, als Montiererin, alles was. Dafür habe ich in der Firma 19 Jahre gearbeitet und dann 1990 Firma zugemacht und dann habe ich endlich gesagt, kann ich mehr Beruf erlernen, da habe ich immer gewöhnt, aber wegen Kinder, ich habe nicht Risiko gegangen. Ne? Dann habe ich das Arbeitsangebogen und dann habe ich mich als Montiererin bilden lassen. Und dann habe ich angefangen und Hauptschule als Mentorin, als die Sozialarbeiterin so, ne, angefangen. Und dann so eine Sache, die ist es, Mentors haben wir uns genannt, das ist unsere Büro bei der Ratschenberger Straße in Chip gewesen. Aber nach drei Jahren, leider, ich bin sehr schwer krank geworden. Ich habe schwere Operation, ich musste interessieren und dann ich bin arbeitsunfähig gestuft. Wieder bin ich bin Rente gegangen. Seitdem bin ich in Rente, aber natürlich bin ich nicht ruhig geblieben. Ne? Ich kann nicht ruhig bleiben. Ich habe immer irgendwo irgendetwas gefunden, was zu meckern können. Und dann dessen drei Jahre kämpfe ich gegen die Gentrifizierung, diese Wort, in Verdrängung und dann einfach die Leute auf die Straße setzen. Nach meiner Meinung, ich versuche irgendwas zu machen, aber bis jetzt. Ich wollte nochmal nachfragen, bei Siemens, bist du gerade, ihr wart in einer Gruppe, ihr habt weniger Geld gekriegt als die anderen, die am Fließband waren. Ja. Nicht nur ich, alle, die aus Türkei kommen oder Jugoslawien kommen, weil wir konnten keiner Deutsch. Ne? Wir haben innerhalb fünf Tage, wir haben Arbeitsamt gemeldet, nach fünf Tagen, wir sind im Schweizer Zug drinnen nach Deutschland gefahren. Ne? Eine ältere Generation kennt das. Ne? Wir haben keine Deutsch. Und dann aber ich bin sehr neugieriger Mensch, mein Leben lang. Ich musste immer wissen, was da los ist in dem Leben hier. Ne? Habe ich immer geforscht und geforscht und dann habe ich festgestellt, einer der älteren Mitarbeiter, obwohl die Fließband ist, die Fließband kennt wohl jeder. Also wir waren alle am Fließband? Ja, alle. Okay, aber Siemens ist alle. Mitarbeiter haben weniger. Ja, ich habe irgendwann festgestellt, warum ich mache genau selbe Stück, genau wie sie. Dieses Gerät läuft auch in meiner Hand. Sie macht, gibt mir und dann ich mache, dann gebe ich weiter. Warum? Ich bekomme 1 Euro ne, und die Sekunde, Minute, wir arbeiten gleich, warum ich weniger bekomme.
habe ich mit dem Dolmetscher geredet. Ja, sagt er, ist es so, du bist mit Vertrag gekommen. Ich habe gesagt, ich begreife den Vertrag nicht, ich arbeite. Nachdem mein Vertrag ablaufen, habe ich einfach gekündigt. Ne? Sie haben mir versprochen, mehr zu bezahlen, aber ich habe gesagt, ich bleibe. Nein, ich habe gesagt, ich bleibe nicht. Ich bin jetzt ein bisschen so dick, wenn ich irgendwas im Kopf setze oder ich bin durchgewarnt, gehe ich immer. Ich kann mir das dann nachkaufen. Ich habe gesagt, nein, ich gehe. Nein, so, und das ist es immer so. Und dann deswegen die Leute, wo ich meine letzte Arbeit stelle, haben sie mich auch gebeten, dass ich eine Gewerbe als Betriebsrätin bewerben soll, weil eine Sache, wenn es so richtig läuft oder falsch läuft, oder die Umkleidung auch eine Deutsche, oder mehr gibt es eine schüchterne Deutsche, kann sie sich nicht wehren. Ne? Und dann hat mir nicht gefällt und dann bin ich mal laut geworden. Ne? Und dann ich habe mal schlecht gelaufen. Dann warst du mehr als 15 Jahre Betriebsrätin sozusagen bei dieser Ja, 15 Jahre. Und dann habe ich natürlich auch mit den Gewerkschaften gearbeitet. Da habe ich auch, da hat angefangen zu arbeiten. Ne? Und dann, ja. Genau, wie üblich die Gewerkschaft arbeitet. Ja, und dann, naja, es ist eben so, es ist einfach, es ist nicht gelegen, so einfach so im Kürzer erzählen. Ne? Eigentlich, ich habe immer gedacht, von diesem Film gehen wir alle in Rente. Wir haben nie gedacht, die Firma irgendwann nicht gemacht. Wir haben nie vorgestellt. Als wir schon mal zusammen gesprochen haben, war ja auch so, was Jan gesagt hat, was Sarah gesagt hat, irgendwie gesagt, die Generation von den Leuten, die 60er, 70er hingekommen, wurden eigentlich richtig ausgebeutet, zum Teil auch nur der Unwissenheit. Also einerseits, ihr habt die schlechten Verträge bekommen. Du hast erzählt, deine Mutter hatte mal einen Arbeitsunfall und die wusste eigentlich gar nicht, dass es sowas gibt wie Krankenstunden, Krankenversicherung. Ja, genau. Meine Mutter hat an so einer Bohrmaschine gearbeitet und hat irgendwas gebohrt. Sie hatte lange Haare und ihre Haare haben sich in der Bohrmaschine verfangen. Und dann hing sie eine halbe Stunde da dran und war kein Kollege da, dass jemand das bemerkt hat. Und sie war dann sehr schwer krank, also sie wusste nicht mehr, was sie macht. Sie war verrückt geworden, sozusagen. Also war eben sehr krank und die Ärztin die Ärzte hier in Deutschland konnten ihr nicht helfen. Das Einzige, was mein Vater dann gemacht hat, ist, er ist mit ihr in die Türkei und hat länger Urlaub mit ihr gemacht und ich habe davon eigentlich nichts mitbekommen. Das hat mein Vater uns dann erzählt. Ich war noch relativ klein und hat man uns auch erzählt, dass sie über viele Sachen gekauft hat, die wir gar nicht brauchten. Hat uns in Waschpulver geduscht und ja, dann hat er meine Mutter genommen, das ist in die Türkei und wir waren dann auch mit dort. Und dann ist er dort, also weil die Ärzte ihm nicht helfen konnten, hat er das gemacht, was traditionell ist. Er ist zum Boccia gegangen und er sollte irgendwelche Zaubersprüche aufsagen und ein bisschen beten und dann wird es schon wieder. Und das war dann später Zufall, dass sie gesund geworden ist. Sie hat eine Menge Blut erbrochen und eine Menge Blut ist auch aus ihrer Nase geflossen und wahrscheinlich war irgendwas im Kopf. Und danach war sie wieder gesund. Und in der Zeit sind 11 Monate vergangen. In diesen 11 Monaten sind wir in der Türkei geblieben, bei meinem Onkel und meiner Großmutter. Das war eine super Zeit dort. Da waren wir frei, auf dem Land. Schönes Wetter. Ja, das war richtig toll für uns. Und ja, was meine Mutter zum Beispiel angeht, sie hatte eine Hausärztin über. Sie war bis zur Rente, ihre Hausärztin war bis zur Rente ihre Hausärztin. Aber damals hat sie nicht aufgeklärt über ihre Rechte. Dass es eine Berufsgenossenschaft gibt, dass sie darüber irgendwie Rechte hat, das heißt, die sie nutzen konnte. Sie hat dann auch gar kein Krankengeld bekommen, weil sie gar nicht, das einfach gar nicht wusste, dass es sowas, dass sie ein Recht darauf hat, 2 Jahre Arbeitsunfall. Genau. Da gab es keinen Bericht darüber von Seiten vom Arbeitgeber, gar nichts. Es wurde einfach so, als wenn es nie gegeben hätte. Dann habe ich
weiß nicht, ob ich Glück oder Pech ist wieder hierher gekommen. Mein Vater hat zum Beispiel den verdienten Jogaias erzählt. Der hat in der Textilfabrik gearbeitet, hat richtig Geld verdient. Und dann hat man ihm erzählt, da sind viele in Deutschland. Dann hat man ihm erzählt, da kannst du noch mehr Geld verdienen. Und dann ist er zur Untersuchung gegangen, hat eine Menge Geld noch mitgenommen. Und dann war er in München-Gladbach. Dann hat er dort in der Textilfabrik gearbeitet. Dann hat ihm jemand erzählt, in Berlin kriegst du noch eine Berlin-Zulage. Dann kannst du noch mehr Geld verdienen. Und sein Plan war eigentlich so, ich arbeite mal 2 Jahre, baue mir ein Haus in der Türkei und kaufe mir dies und das und dann fahre ich wieder zurück. Dann sind wir gekommen, weil meine Mutter hat da nachgeholt. 65 hat meine Mutter nachgeholt, ja. Und dann bin ich auf die Welt gekommen und sie hat mich auf die Welt gebracht und hat gleich 4 Tage danach wieder gearbeitet. Von meinen Eltern habe ich eigentlich nicht viel gesehen, außer im Urlaub. Also es war so, dass sie teilweise hatte mein Vater eine Tagschicht und meine Mutter eine Nachtschicht. Und andersrum, die haben sich selber nicht gesehen, bis aufs Wochenende. Damals haben sie auf den Samstag gearbeitet, da hat man am Sonntag frei. Und dann haben wir uns am Sonntag gesehen. Und so ging das auch meine ganze Jugend so. Und ich war auch irgendwie dann in der Schule und meine Eltern haben auch relativ schnell noch ein bisschen Deutsch gelernt, aber wir konnten, nachdem wir in der Schule waren, besser Deutsch. Da mussten wir noch überall mitgehen und zu übersetzen und auch die Briefe lesen und denen erzählen, was da drin steht. Und ja, das ist das Einzige, so meine Eltern können richtig, also ganz gut Deutsch. Sie können sich verständigen, das einzige Manko ist, sie können nicht lesen und schreiben. Ja. Aber ja, das war schon so, dass wir unsere Eltern gar nicht gesehen haben. Wir haben nur für die Arbeit gelebt und haben wir eben dann gearbeitet. Was anderes kannten wir nicht. Du hast mal gesagt, als wir uns vorher unterhalten haben, dass du dich eigentlich in Kreuzberg von Anfang an so wohl gefühlt hast, aber eigentlich jetzt nicht mehr so wie früher? Ja, ich war in Kreuzberg, bin ich aufgewachsen, hab nie was anderes kennengelernt. Bin auch in die anderen Bezirke gegangen, aber in den anderen Bezirken ist das für mich so, ist schon Ausland. Ja, wenn man in Kreuzberg und wenn man selbst auch selbst in Kreuzberg gibt, so wie wo ich gerne hingehe, ist wirklich so mein Kind, meine Straße, wo ich mich am Boden zu fühlen. Und das ändert sich jetzt irgendwie ziemlich rasant. Man hat das schon so ein bisschen mitgekriegt, so langsam. Da hat man gesagt, okay, sind ja am Anfang viele freiwillig gegangen, weil sie einen sozialen Aufstieg hatten und gesagt haben, nee, wir wollen jetzt hier raus aus Kreuzberg. Kreuzberg ist ja dreckig, Kreuzberg ist weiß ich nicht was. Haben sich eine Wohnung in Schöneberg gesucht oder in Udo oder in Charlottenburg, wo sie meinen, da ist es besser. Aber für mich stand immer fest, dass ich in Kreuzberg bleibe. Und ich wollte auch die Wohnung, in der ich gewohnt habe, auch für immer wollte ich daran wohnen. Und dann ist mir jemand über den Weg gelaufen, der es mir nicht erlaubt hat. Das ist einmal der Vermieter als ein Punkt. Ja, der ist aber nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist eigentlich die Justiz, die ihm das ermöglicht hat, mich aus meiner Wohnung da rauszuschmeißen. Obwohl ich 100% recht habe. Ja, die Gerichte spielen, das haben wir jetzt auch schon bei mehreren Fällen bemerkt von den Zwangsräumen, dass die Gerichte da eine ziemlich große Rolle spielen, weil es ist klar, was die Vermieter für Interessen haben, aber das fand ich auch bei deinem Fall auch so hervorstechend, dass die Gerichte halt auch einfach da eine bestimmte Richtung entscheiden, obwohl es eine ganz andere Sachlage gibt oder genau. Obwohl auch früher anders entschieden worden wäre.
Leute so lange in der Wohnung wohnen und es dann nur darum geht, dass man etwas zu spät die Miete nachzahlt. Mhm. Ja, das ja. War schon dann so die Ernüchterung oder das Aufwachen, das etwas anders ist als früher. Mhm. Ja, mir war nie bewusst, dass ich ein Ausländer war, dass ich 16 Jahre alt geworden bin und dann zu dieser Ausländerpolizei gehen musste. Und dann war mir das auch total irgendwie ein beschissenes Gefühl, da als Ausländer zur Ausländerpolizei und darum zu betteln, einen Aufenthalt zu bekommen. Mhm. Das war wirklich erniedrigend so für mich. Ich habe mich als Berliner gefühlt, ja, als Kreuzberger, bin hier aufgewachsen, hier leben und wirklich dahin gehen, um ja, einen Aufenthalt zu bekommen. Und danach erst habe ich dann mehr darauf geachtet, so, dass ich anders bin als die anderen. Und dann, ja, immer im Laufe der Jahre habe ich dann gemerkt, hey, am Anfang der Vorschule warst du mit deutschen Kindern zusammen, danach in der ersten Klasse waren noch türkische Kinder da, da habe ich mein Türkisch verbessert. Das ist immer noch nicht gut genug, aber da, und das war, ja, das ist mir dann immer mehr bewusst geworden, dass man, dass es da Unterschiede gibt. Und dann auch später hat man dann deutsche Freunde gehabt, oder Kollegen erstmal, die man kennengelernt hat. Und dann hat man mit denen geredet und gesagt, ja, du bist ja nicht wie die anderen. Ja. Du bist ganz anders, du bist ein guter Türke. Dieses Wort ich hasse diese Worte. Bei mir, du bist aber andere Türken. Ich habe gesagt, stimmt ja nicht. Ich bin ja genau dasselbe, weil du nicht magst, dass du mich befindest. Ich hasse diese Worte, du bist andere Türken. Ja. Genau, du kennst die anderen gar nicht. Also. Das ist so ein Vorurteil. Und dann gab es auch immer so Standardsachen, was man was gefragt worden ist, wie lange bist du hier? Du kannst ja gut Deutsch. Und wann gehst du, hast du vor, wieder zu gehen, wann gehst du wieder? Ja. Das ist so eine fremde Frage für mich, die deutsche Mensch. Ja. Aber du hast die Leute jünger Jahre die Erfahrung gemacht haben, ich mache jetzt diese Erfahrung. Mhm. Jetzt wird bei mir langsam. Kann ich besser verstehen, was damals die jungen Leute durchgemacht haben, was ich nicht selber. Weil ich bin so alt, setze ich Rollstuhl und Kopftuch trägen und dann, wenn ich irgendwo hinsehe, die Leute tun so, als ob ich, was weiß ich, irgendwo von Mond runtergekommen bin, ich kann kein deutsche Wort verstehen kann, ich kann gar nichts, ich kann keine benehmen, wenn ich irgendwo reingehe. Erstmal machen sie mir hart, warte, manche haben gesagt, wieso soll ich warten, ne? Manche, warum soll ich warten? Und ich habe gesagt, hier ist ein Eingang, geh ich nur durch. Und dann dachte ich, schockieren sie sich, weil ich alles verstehe und reagieren konnte. Jetzt mache ich die Seilwehrfahrer, jetzt behandeln sie mich wie damals, wie die 70er Jahre, die junge Leute behandeln haben. Ich begreife das und ich habe auch verstehen, ich kann hier auch nicht verstehen, warum. Ne? Und dann hat man gesagt, du kannst ja Deutsch reden. Ich habe gesagt, ja, aber ich war auch irgendwann mal in die gewesen, bin ich ja nicht so geboren. Ne? Weil sie wundern, es ist in meiner Art, dass ich Deutsch reden kann. Warum ist das? Es ist erstaunlich, es ist ganz logisch. Ältere Menschen können besser Deutsch reden, weil sie länger leben bleiben. Du hast das Gefühl, du wurdest früher nicht so behandelt? Nein, ich habe überhaupt keine Probleme gehabt. Entweder habe ich gar nicht gemerkt, oder ich habe wirklich ganz normal behandelt. Ich habe auch gleicherweise Deutsche und mit den Freunden habe ich es nicht getrennt. Wie gesagt, ich habe mich mit den Deutschen unterwegs, bin ich der einzige geworden, aber keiner gemerkt. Ich bin ja nicht türkisch gewesen damals. Aussehen meine ich, ja. Ne? Das ist anders. Und wenn ich mit Türken gehe, dann habe ich nur mit dem Türken gegangen. Aber ich habe nirgendwo so ein Gefühl gehabt, ich bin Ausländer. Ich werde nicht genug, ich habe sogar mit meinen Mitleuten gesagt, ich habe gesagt, warum redet euch da so? Bei mir passiert sowas. Und ich habe gesagt, er hat ein bisschen, wie kann ich sagen,
so Schnecke, böse wird. Ich habe sogar versteht euch was, diese Worte fällt mir nicht. Ich habe gesagt, Minderfertigkeit kommt Xavier. Ne? Aber langsam jetzt ich spüre das auch eine Einkaufe und überall manchmal versucht sie mich mit dem Bruchdeutsch mit mir zu reden, versuche. So. Du nehme, nein, ich stehe nicht. Ich habe keine Lösung, warum ist das so? Also, meine Tochter ist hier direkt an meiner Nase, aber ich bin halt dieselbe Mensch. Ich habe ein bisschen älter geworden, und mehr nicht. Ich bin. Ich ärgere mich schon, es tut auch doch voll weh. Und früher war es nicht so stark? Nein, überhaupt nichts. Ich habe gar nichts gespürt. Meine Kinder haben auch nichts gespürt. Ne? Ich bin eigentlich mit einer Nationalität klargekommen. Ja. Langsam. Ich werde regelrecht verdrängt, meine eigenen Landsleute verdrängt. Und Ali, du hast gesagt, du musst mit 16 musst du Ausländerpolizei. Musstest du dich dann entscheiden später, wegen der Staatsangehörigen? Nee, da musst du auch da nicht entscheiden. Also, du bist Türke gewesen, hast einen türkischen Pass gehabt und du hast nur einen Aufenthalt bekommen. Das ist nicht die Option, um also Deutscher zu werden oder so. Okay, ich denke mal, aus den 90er Jahren musste man sich dann mit 18 entscheiden. Das haben sie dann eingeführt. Ne? Ich bin dann selber Deutscher geworden und also habe das beantragt und habe mich schon aufgeregt, dass ich dann noch für 100 Euro Mark bezahlen muss. Ja? Okay, 100 Mark für die Staatsanwalt. 100 Mark für die Staatsanwalt, dass ich die bekomme. Ja? Ich habe mich aufgeregt, da waren mir Ausländerbeauftragte, die hat sowieso und mittlerweile ist es ja so, dass man 500 Euro dafür bezahlen muss. Okay. Und dann noch Tests machen muss oder keine Ahnung was. Nachweisen muss, dass man hier geboren ist. Also jetzt die Neuen, die können sich entscheiden. Ja, ja. Aber klar, wenn man nicht hier geboren ist und von woanders kommt, gibt es zum Teil auch diese Tests. Du musst 500 Euro bezahlen und auch ältere Leute, die jetzt eingebürgert, die auch hier geboren sind und sich jetzt entscheiden würden, eingebürgert zu werden, müssten dann diesen Test wahrscheinlich machen. Weiß ich jetzt nicht genau. Aber 500 Euro müssen sie bezahlen und die müssen nachweisen, dass sie keine Hartz IV bekommen. Das müssen sie machen. Ja, nee, ich kenne das auch, dass es jetzt auch für ältere Leute, die jetzt die Staatsangehörigkeit erwerben, die machen dann zum Teil sich noch Sprachintegrationsprobleme, obwohl die eigentlich schon integriert sind, müssen die jetzt sozusagen auch zeigen, dass sie bestimmte Standards erfüllen. Haben die auch wenn auch erlauben, Sprachen. Ja, genau. Ja. Nicht nur der deutsche Pass, wenn sie nur zwei Jahre auch nacherlauben, Sprachen, dann müssen sie können. Ja, das eigentlich finde ich ist in Ordnung, das ist schön, weil tut der Leute gut. Wenn sie jetzt Sprachen können, sie hätte sehr viel Glück. Klar, das ist natürlich. Ein Vorteil, aber wenn man schon sehr lange hier ist, dann ist es natürlich ein bisschen absurd dann nicht. Ja, das stimmt. Das ist viel früher nach 30 Jahren, dann. Das stimmt. Das stimmt. Wenn man das alles kann, dann kommt man sich verarscht. Also, was soll das jetzt ein Idiotentest? Du kannst alles mit dem Deutschen noch Test machen. Ältere Leute nicht gut, aber jüngere Leute ist es gut. Gibt es viele junge Leute, die nicht mehr die Deutsch reden können? Das ist gut, aber die Menschen, ich sehe auch, meine Bekannte ist 71 Jahre alt, sie soll ja die Integration gucken. Dann haben wir irgendwo gegangen und dann die Lehrerin, ich habe mit dem Lehrer gesprochen, was ich könnte gar nicht, weil ich das Leben lang nie gearbeitet habe. Mein Mann gearbeitet, jetzt bekommt Rente von ihrem Mann. Ne? Und dann ich habe mit dem Lehrer gesprochen und sagte, ist das okay, was soll ich machen? Sie können hier kommen und setzen, sie soll aus der Stichsäule mitbringen und dann soll sie so stricken und dann nachher gebe ich sie eine Ausweis, das sage ich. Was soll man den 71-Jährigen beibringen? Also ich habe die Erfahrung jetzt gemacht, so, dass es im Allgemeinen weniger Türken in Kreuzberg gab und dann habe ich dann auch einen Bekannten- und Freundschaftskreis mitbekommen, dass sie dann durch höhere Mieten oder durch den Eigentümer da
dazu gedrängt wurden, auszuziehen. Manche haben Geld bekommen, so Angebot, und wenn du das Geld nicht nimmst, dann treibe ich dich raus durch, ich verklag dich oder ich schaffe das schon, dich irgendwie rauszukriegen, also das habe ich schon gekriegt. Ich stelle mehr fest, dass es immer weniger Türken in Kreuzberg gibt. Also früher hast du noch auf die Straße geguckt und hast richtig viele gesehen und jetzt musst du schon suchen, um einen zu sehen. Also es ist schon viel weniger geworden. Also die Verdrängung findet schon massiv statt und wird immer massiver. So ist mein Gefühl vom Stadtbild, von den Geschäften, die sich entwickeln und ja. Und bei Wohnungssuche ist es besonders zu sehen, weil wenn du einen türkischen Nachnamen sagst, dann kriegst du sofort eine Absage. Und sofort weg. Ja, egal ob das jetzt, also da sieht man das am ehesten, wenn du eine Wohnung suchst und du sagst deinen Nachnamen, dann ist die Wohnung weg. Aber wenn... Aber am nächsten Tag steht immer noch die Inserat genau. Im Internet. Ja, also die Gastarbeiter sind auch nur hier gewesen, weil sie gebraucht worden sind. Und die zweite Generation, wir sind ja auch nur zur Schule gegangen, also die wollten ja mit uns nichts anfangen. Die haben ja gedacht, die gehen ja wieder zurück mit ihren Kindern. Hat ja keiner geglaubt, dass wir hier so lange bleiben und auch die dritte Generation da ist. Und genauso wie sie es mit den Flüchtlingen getan haben, also dass man da keine Möglichkeit hat, da weiterzukommen, genauso ist man auch mit denen, ja, mit uns umgegangen. Ich weiß noch in der Schule zum Beispiel, da waren wir in der Oberschule, da hatten wir ein Deutschdiktat und hatten ein besseres Diktat geschrieben als eine deutsche Schülerin, die immer gut war. Da hat die Lehrerin gestaunt, das war so für sie ein Weltwunder. Für mich war das ganz normal. Ja. Und das hat man auch von den Lehrern so mitbekommen. Du kannst nicht besser sein. Und mein Bruder hat dann auch so eine Erfahrung gehabt und ja, du darfst nicht besser sein. Ja. Also bei uns war ja auch so, damals, wo wir noch Abiturphase waren, wo wirklich Lehrer uns den Türken gesagt haben, um Gottes Willen, das ist doch viel zu schwer, warum machen sie denn nichts anderes? Und dann kam es, dass man uns halt vorgeschlagen hat, das wäre ja besser für uns, wenn wir halt als Schneiderin, Floristen, ich wusste nicht mal damals, was eine Floristin ist, Floristen, Schneiderin, da kamen so Jobs halt, wo sie so ernst so angeboten hat. Das ist für uns auch sehr viel einfacher wäre, sowas zu machen als ein Abitur. Ein Abitur wäre ja für Ausländer ziemlich schwierig. Und Gottes Willen, wie kommen wir dann auch dazu, ein Abitur zu machen hier in Deutschland? Also ich fand das auch eigentlich sehr erniedrigend. Das hat schon wehgetan. Aber ich glaube, damals war man vielleicht auch viel zu jung, das konnte man nicht so wiedergeben oder richtig verstehen, was sie überhaupt meinen. Ich dachte, das ist normal halt. Aber wenn man älter wird, dann weiß man überhaupt, warum und weshalb das immer gemacht worden ist. Also es ist natürlich schwierig, wenn ich jetzt überlege, dass ich jemanden sage, warum machst du überhaupt Abitur, machst du Floristen? Ich habe mich gerade erinnert, so dass bin ich auf meine Sorgen umgegangen. Ich habe total vergessen. Mein Sohn war es sehr gut gewesen in der Grundschule. Er hat empfohlen worden, dass ich in die Gymnasium gehen, weil es so gut ist, ne, über die durchschnittlich. Aber keine Gymnasium wollte meinen Sohn aufnehmen. Ich habe ich habe so viel Tralala Theater gehabt. Ich habe gesagt, ich gehe da und dort. Und dann hat in einem Gymnasium mein Sohn dreimal getestet, bevor sie eingeladen. Haben sie aufgenommen, aber wieder nicht. Ich habe gemerkt, ich habe gesagt, wenn ich nur so gut ist, muss ja diese Schule gehen. Ich will das nicht verderben. Nach halbes Jahr, irgendein blöder Grund, sie haben meine Sohn von der Schule verwiesen, weil sie mit seinen Schulkameraden gestritten hat. Ich dachte mal vor, das ist 13-jähriger Junge, streiten sie sich eben, ne? Aber sollte nicht kommen, ich habe das geachtet. Nur diesen Blick, ich habe alle möglichen Versuche zu machen, aber keine Chance mehr aufgewiesen. Ja, ich habe da meinen Bruder zum Beispiel, der war in der Grundschule richtig gut, der hat nur eins gehabt, dann hat er noch einen Mitschüler gehabt, der hat auch nur eins, also wir hatten
fast dieselben Noten so. Aber die Lehrerin hat den anderen eine Gymnasialempfehlung gegeben und meinem Bruder eine Hauptempfehlung. Und da hat meine Mutter dann auch gekämpft. Wir sind, waren auch beim Schulamt. Und dann haben wir uns auch mit denen gestritten, warum diese Empfehlung. Und dann hat die Lehrerin auch versucht, das so zu vermitteln, dass es nicht, der muss, der kann nicht aufs Gymnasium. Und nur dadurch, dass meine Mutter dann auch und mein Bruder auch energisch gekämpft haben, ist aufs Gymnasium gekommen, aber die haben ihn dann nicht in der Nähe zum Gymnasium geschickt, sondern zum Adenauerplatz, also weit weg. Er musste immer dahin fahren und dort war es für ihn dann auch sehr schwer. Dann haben sie ihn da rausgeschmissen und er ist dann auf die Borsische Realschule gegangen, wo er dort dann auch wieder 5 Minuten von zu Hause weg ist, auf dem Lausitzer Platz in Kreisberg. Und da hat er dann wieder seine guten Noten gehabt und es war auch gedacht, dass er einen Ruf geht, aber dann ist er nochmal zum Robert-Koch-Gymnasium gegangen und hat dort seine Abitur gemacht. Und dann hat er auch einen Deutschlehrer gehabt, der ihm immer eine schlechte Note gegeben hat, 6.4, und hat ihm gesagt, die Einstellung von diesem Deutschlehrer war, ein Türke kann niemals besser Deutsch als ein Deutscher. Und im Abitur hat er dann die beste Abiturnote gemacht in seinem Jahrgang. Was ich wollte noch mal zur Wohnungssuche, was ich auch was fand, das habe ich gelesen nur irgendwo. Es gibt ja diese Erfahrung sozusagen, was immer wieder versucht wird, auch nachzuweisen, was immer schwierig ist von irgendwelchen Antidiskriminierungsgesetzen und so, zu sagen, okay, es ist für Leute mit ausländischen oder sogenannten ausländischen Nachnamen schwieriger, eine Wohnung zu kriegen und dass es dann am Ende dazu führt, dass eigentlich Migrantinnen, obwohl die im Durchschnitt weniger Geld haben in Deutschland, dass sie eigentlich mehr zahlen würden. Ja. Das fand ich dann ziemlich interessant, also dass man sozusagen eigentlich auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt ist und dann aber auf dem Wohnungsmarkt auch nochmal, also man zahlt sozusagen doppelt drauf. Und es war auch so bei vielen Arbeitern, die in den 60er Jahren hergekommen sind, dass sie auch sehr viel eigentlich mehr bezahlt haben für die Wohnungen als die Deutschen. Ja, das ist richtig. Das setzt sich jetzt irgendwie so fort. Das war ja schon, als mein Vater hier als Gastarbeiter angekommen ist, hat er ein Bett in einem Mehrfamilien, also in einem Zimmer waren dann, weiß ich nicht, 6 oder 8 Leute, da sind sie ja richtig abgezockt worden. Da hat er, weiß ich nicht, 300 Mark oder weiß ich nicht, völlig überhöhte Preise nur für ein Bett in einem Zimmer bezahlt. Mhm. Bis sie dann eine Wohnung bekommen haben, da haben sie auch mehr Geld bezahlt für die Bruchbuden. Ich weiß noch, als wir in die Lautzer Straße gezogen, da waren vorher in der Bernstraße, da waren wir in einer Zimmerwohnung, da haben wir einen Flur geteilt mit einem anderen Nachbarn und über den Flur sind wir dann zu unserer Küche gekommen. Und die Toilette war ja natürlich draußen, das war ja früh üblich so. Aber das war ein Zimmer rum und wir waren 5, 6 Personen in einem Zimmer. Das war Katastrophe. Und dann sind wir in die Lausitzer Straße gezogen, da hatten wir 2 Zimmer und der Zustand war auch richtig schlecht, also richtig heruntergekommen. Mein Vater ist von der Textilbranche dann gewechselt. Als er nach Berlin gekommen ist, war er bei den Borsigwerken, hat er Kohle geschippt und hat er gesagt, nee, den Scheiß mache ich nicht. Weil er wohl weiß reingekommen ist, schwarz wieder raus. Und jeden Tag musste er sich dann waschen und hat da auf dem Bau angefangen und hat sich dann selber so viele Sachen beigebracht und dann ist er Trockenbauer geworden. Und hat dann unser Zuhause selber renoviert und das, ich kann mich noch erinnern, wir hatten das erste Bad, da weil er ein Baufachmann war, hatten wir ein Bad. Ja, und da sind Nachbarn und Freunde und Bekannte gekommen, um uns bei uns zu baden. Und ich meine, das ist ja schon ziemlich verblüffend, dass sozusagen das System war so, als die Leute sind, sie haben dann diese 300 Mark gezahlt für ein Bett, was man damals für eine ganze Wohnung eigentlich normalerweise bezahlt hat. Und jetzt sind 50, 60 Jahre ins Land gegangen, aber eigentlich hat sich das ganze System nicht geändert, dass die Migranten immer noch mehr zahlen für die Wohnungen, wo sie bestimmt weniger verdienen. Aber das finde ich auch schon verblüffend, wie
Wie wenig sich das geändert hat. Natürlich wohnen sie jetzt nicht mehr im Wohnheim oder so, aber. Nee, also es hatte sich, ja, die haben sich ja was aufgebaut. Die haben sich hier zu Hause schön gemacht und haben sich was aufgebaut und jetzt kommen die Leute und sagen, oh, das ist schön. Und jetzt nehmen wir es euch mal weg. Und das geht dann so einfach. Das ist das Schlimme, ja. Und dass die Justiz, dass die Politik mit der Justiz zusammen das macht. Ich kann ja verstehen, dass es irgendwelche Penner gibt, die Geld mit der Wohnung machen wollen. Das kann ich verstehen, aber dass die Justiz und die Politik denen dabei hilft, das ist eigentlich ein Skandal. Das ist ja auch momentan so, also, dass die bei den Richtern und bei der Justiz, die wir haben, dass man, egal was man mit der Wohnung hat, gar nicht sein Recht einklagen kann. Als Mieter ist man. Als Ausländer, da. Besonders als Ausländer bist du entrechtet. Es gibt ja auch viele, sagen wir mal, ja, auch Ausländer, die gar nicht wissen, was ihre Rechte sind. Ich wusste das auch nicht. Das dann sagt ihnen jemand dies und das und dann verlieren sie ihre Wohnung und wissen nicht mal warum. Ach, man weiß schon alles, aber ich habe manchmal auch das Gefühl, dass wir uns auch wissen. Wir sind ja ein Volk, der eigentlich nicht so viel sagt oder nicht sehr viel kennt, muss man dazu sagen. Also wir passen uns schon an. Und sogar ich, mittlerweile haben wir ja auch deutsche Nachbarn, weil das war vor 10 Jahren eigentlich so eingefädelt, hat dann die Sachbearbeiterin gesagt, als haben wir uns noch gut verstanden, dass sie gesagt hat, dass sie das als anders machen wollen, dass sie immer 50-50 hat. 50 Deutsch, also deutsch-türkisch, also nicht nur Ausländer, sondern auch, dass die Deutschen als Mieter haben wollen. Das ist tatsächlich, hat schon gesehen, wir haben mittlerweile Deutsche. Und wenn das ist, glaub mir, ich bitte meine deutschen Nachbarn, ich gehe hoch und sage, du, also wenn ich anrufe, passiert gar nichts. Es ist wirklich der Fall. Es ist so, dass ich immer anrufe vorher, aber ich kenne das ganz genau. Ich muss vielleicht 100 Mal anrufen und trotzdem kommen die nicht, aber vielleicht haben 101. Und dann gehe ich zu den Nachbarn hoch und dann sage, du kannst bitte anrufen, du bist deutsch. Und ich denke mal, wenn du anrufst, dann passiert auch was. Tatsächlich, wenn wir anrufen, gleich sogar nach ein paar Stunden sind die da. Also, viele sagen, ich meine, da kannst du auch nicht mehr viel kennen, ja, das ist da schön. Das stimmt auch. Da ändert sich nichts. Ja. Also deswegen gehe ich lieber hoch und dann sage, mach du das bitte mal. Das tut natürlich weh, aber. Das bei uns im Haus zum Beispiel waren wir die einzigen Ausländer. Und wenn unsere Nachbarin umgezogen ist innerhalb des Hauses oder an jemand, dann wurde ihr die Wohnung renoviert. Mhm. Ja, bei uns war immer irgendwas kaputt. Oder ja, dann haben wir gesagt, hier, es regnet bei uns rein, das Dach ist undicht, dann wurde gar nicht reagiert. Das ist dieses Problem, dass der Wohnungsmarkt oder die Immobilien jetzt das Geld bringen sollen und die wollen damit Geld verdienen. Und wir Mieter oder Menschen stehen ihnen wie, also wir sind denen eigentlich scheißegal. Nur die Leute, die Geld haben und ja, denen die Rendite bringen, sind wichtig. So sieht es momentan aus. Und da trifft es als erstes die Migranten, die Ausländer, dann generell alle Hartz-IV-er und dann geht es immer weiter. Und das Ende ist das Limit, was sie erreichen können, was der Letzte noch bezahlen kann. Die pressen uns alle aus wie eine Zitrone, so viel wie sie rausholen können. So sieht das jetzt gerade aus. Aber mittlerweile haben wir auch Angst jetzt vor Ausländern, weil die haben ja auch angefangen zu kämpfen. Damals war das ja anders. Und das ist jetzt, die Deutschen wissen mittlerweile, dass sie mit uns nicht mal das machen oder alles machen können, was sie wollen. Damals bei unseren Eltern halt. Na, also wir wehren uns ja dagegen. Ja, klar. Und deswegen denke ich mal, vielleicht ist es ein Anzeichen dafür, dass sie sich ein bisschen da zurücknehmen. Brauche ich natürlich, wenn da noch mehr Ausländer gibt, die sich da halt dagegen wehren. Also nicht mal den Mund halten und sagen, okay, ja und Amen, sondern. Ja, wir sind doch keine Ausländer, wir sind Inländer. Und wir haben solidarische. Wir haben ja solidarische andere Inländer, die uns dabei helfen. Achso, so, okay. Klar, da schafft man natürlich Kraft, ist ja klar. Also, alleine schafft man sowieso nicht als Ausländer. Also da braucht man schon. Wir sind keine Ausländer, wir sind Inländer. Gut, also als Inländer braucht man sowieso. Also es geht ja gar nicht mehr dann um Ausländer. Das fängt ja mit dem Ausländer an, weil er
die Sprache nicht beherrscht und es geht dann immer weiter. Und es geht darum, dass du dich wehrst. Und dieses, das Bündnis, das es gibt, wehrt sich ja dagegen und hat auch die Öffentlichkeit. Und es geht ja nicht nur dem Bündnis so, es ist ja deutschlandweit dieses Problem der Verdrängung, der Gentrifizierung. Das ist europaweit, weltweit. Und durch Menschen, die sich wehren, wird das zum Thema und man redet darüber und erkennt dieses Problem. Und die Leute, die das durchführen, sehen, dass sie das nicht mehr so einfach durchführen können, ohne dass es Proteste gibt oder dass sich Leute dagegen wehren. Und dann denken die auch, dann fangen sie auch nachzudenken an, ob sie das durchsetzen können so einfach. Ja, aber wenn wir das gemeinsam mit den Deutschen das durchsetzen, dann ja. Also, dass wir dann, also ja, dann würde ich das auch gar nicht mehr so trennen. Ausländer oder Deutsche. Ja, das sind wir alle zusammen.